Hallo, Ton? Ich betrete, glaube ich, mit Görki auch nochmal die Welt. Da ist der Ton, ja Mensch. Oh, jetzt ging sie gerade los. Eigentlich wäre heute der Kingdom Come Deliverance Day, ne? Aber da jetzt, WoW kommt ja schon so selten. Da würde ich nicht übertreiben. Genau, wir sind hier in eine neue, in ein neues Gebiet quasi gekommen, wo es viel, ein großes Questangebot gab. Das wollen wir natürlich nutzen. Dann fangen wir hier mal an. Wer bist du denn? Atreidas Bärmäntel. Alles klar. Das heißt, heute wird viel verlesen. Nennen wir es so. Verlesen. Ich darf das nicht ziehen. Ja, okay. Also rutsche ich mit meinem Gesicht hier mal ein bisschen rüber. Ein beruhigender Wind weht durch den Wald. Gaerolas oder Gaerolas? Halvetren. Den schlafenden Druiden der Kralle in den Grabhügeln von Banitil als großer Aufseher. Seine Pflicht ist es als auserwählter Beschützer der Schlafenden. Geht schon wieder los mit meinen Augen hier. Ich mal. Die Haare sind's. Seine Pflicht als auserwählter Beschützer der Schlafenden ist es, deren Sicherheit zu gewährleisten, auf dass sie ihren Pakt mit Isera gerecht werden. Also eigentlich müsste man mir mal vorher sagen, wer die ganzen Leute sind, ne? Bevor ich deren Namen das erste Mal lese. Oder ist das wieder so eine Warcraft-Geschichte, dass ich das aus diesen Warcraft-Spielen ergründen müsste? Aber es gab länger keine Nachricht von Gaerolas. Und ich werde etwas nervös, reist nach Osten zum Dorf Starbreeze und bringt mir einen Bericht von Gaerolas. Auf dass ich meine Sorgen begraben kann, da ich weiß, dass meine träumenden Brüder sicher schlummern. Questziele suche Gaerolas Tavetrin im Dorf Starbreeze auf. Das ist doch eine Quest, die man dankend annimmt. Die sieht erstmal so aus, als würde ich daran nicht sterben. Ja, das ist so eine Sache, die eigentlich in der Warcraft-Lore schon behandelt wurde. Ich habe das Gefühl, ich muss das nachholen. Ich muss zu viel nachholen. Heute wurde Fable 4 angekündigt oder zumindest ein Trailer gezeigt. Ich würde das hier, das ist auch eine Reihe, die ich gerne nachholen. Ich will so viel nachholen eigentlich. Das ist viel zu viel. Zwei Quests gleich. Wie Teldrassil ist auch Dolena. Jenen freundlich gesonnen, die dem Land freundlich gesonnen sind. Sucht Befreiung. Der Rat des Waldes hat die Meldung erhalten, dass ihr Senfulhof. Jetzt ist mir gerade der. Oh, da kommt ein Questtyp hergelaufen. Auch schön. Jetzt kam mir gerade erst die. Auf Reittieren kann ich mal meinen Gedanken zu Ende fassen. Das ist ja auch crazy hier. Hat man woanders nicht gesehen, ne? Ich glaube, man hat mal in Sturmwind jemand auf einem Pferd gesehen, aber der hat sich nicht bewegt. Das ist todeserschrocken gerade. Mann. Würde auch gern so viel mehr machen, aber Klausuren sagen nein. Ja, Klausuren sind es ja nun nicht, die mich daran hindern würden. Mich hindert allein die Zeit daran, die ich mir nicht nehmen kann. Ja, was, wie heißt das Ding nochmal? Urtumbeschützer. So, was wollte ich gerade... Welchen Gedanken wollte ich gerade fassen? Irgendwas war... Hier... Gerade... Irgendwas hat das doch mit dem hier auf sich. Ach, ich werde schon wieder drauf kommen. Der Rat des Waldes hat die Meldung erhalten, dass ihr Senf... Faulhof... Oder Faulhof... behilflich gewesen seid. Der Satyr ist ein Feind des Waldes, Tatsache. Dachte, ich hätte mich schon wieder verlesen. Als Nachtelf müsst ihr eigentlich mehr Verstand haben, als den Wald zu entweihen, indem ihr Kreaturen der Natur tötet. Hat mir der andere Typ nicht gesagt, hier, man muss Gleichgewicht schaffen oder so? Frechheit. Man hier nur beschissen. Ihr müsst eure Ehre in den Augen des Rates wiederherstellen, wenn ihr weiterhin ein Freund von Peldrassil bleiben wollt. Erteilt Faulhof eine Lektion, dann habt ihr eure Schuld beglichen. Teufelszapfen sind verderbte Samen, die von Bäumen fallen. Sie sondern grünen Rauch ab. Gebt Faulhof einige davon. Er wird denken, dass sie ihm eine harmlose Leckerei gebracht habt. Das ist ganz schön krass, oder? Ich bin ja nicht im Bilde. Seid ihr nach Süden unterwegs? Nein, ich soll doch gerade irgendwelche Zapfen sammeln. Zum Ayamethe-See? Am Metsee? Was? Nieder mit der Allianz von Horde, Lokta Ogar. Sammy, vielen lieben Dank für dein Lurk. Schön, dass du reinschaust. Ist mir eine Ehre. Und offensichtlich habe ich den Lurk-Befehl überarbeitet. Schön. Ich schicke mich nicht mehr selber in den Lurk. Super.
Wenn dem so ist, möchte ich euch um einen Gefallen bitten. Mein Kollege Denalan hat am Ostende des Sees ein Lager aufgeschlagen, in dem er die Pflanzenwelt Hedrasis studiert und Experimente betreibt. Er hat in Darnassus, oder Darnassus, ich glaube Darnassus, ne, das habe ich schon mal eher gehört, ein Gebinde rarer Erde bestellt. Und die Lieferung kam erst kürzlich mit Verspätung hier in Dolana an. Würdet ihr ihm diese Gebinde wohl bringen? Fest, ihr bringt Denalan am Al-Ahmed-See das Gebinde rarer Erde. Aber nochmal den Text überprüfen. Wer beliebt? Ja, Mensch. Mach mir halt alles kaputt. Danke, ich werde mich drum kümmern. Meinst du, verbleibt? Ich meine vermutlich verbleibt. Ja, du hast vollkommen recht. Vielen lieben Dank für das Aufmerksam machen. Ob meiner fehlenden Schreibkünste. Gut im Formulieren, schlecht im Ausschreiben. That's me. So, hier hatten wir doch auch noch irgendwen. Ich habe vorhin gesagt, ich bin letztens irgendwie so viel vor der Rechtschreibung. Nee, das unterstütze ich nicht. Und er geht wieder in den Lurk. Offensichtlich habe ich da aber einen kleinen Cooldown eingebaut. Schön. Damit mein Chat nicht mit Lurk-Meldungen geflutet wird. Nee, ich vorhin schon gesagt, dass ich irgendwie letzte Zeit häufig früh müde bin. Und sobald ich mich hinlege, bin ich natürlich wieder wach. Man kennt's ja. Und sobald ich wieder aufstehe, bin ich wieder müde, ne? Aber dann aus dem müden Zustand heraus, jetzt erstmal hier so leselastig zu spielen, wenn man sowieso schon nicht gerne liest, ist auch kompliziert. Aber die Musik gefällt mir wieder sehr gut. Ich habe schon, das ist jetzt auch schon wieder 2 Wochen her, dass wir mit dem Jäger angefangen haben, ne? Sag mal, war das alles? Ich habe doch so viele Questmarker hier vorhin gesehen. Dieses Ding macht mich nervös. Was ist das? Oh ja, zertritt mich noch, bitte. So, hier auf dem Pfade haben sich doch diese 3 Tigerreiter auf jeden Fall gefunden. Die müsste ich doch auch auffinden können. Welches Level 5? Da fühle ich mich sicher, habe ich gehört. Obwohl, nee, ich bin Level 6. Ich bin gerade mit dem überheblichen Gedanken hingegangen, ich wäre Level 10 oder so. Aber natürlich kriege ich das Federn trotzdem relativ easy platt. Sehe ich das richtig? Ich könnte das Vieh angreifen? Also es wäre dumm. Das wäre großteil dumm. Oder sind die vielleicht irgendwo anders hier unterwegs noch, die Kollegen? Welches Vieh? Der Riesenbaumvieh meine ich natürlich. Ach nee, hier ist jetzt auch alles weiß, obwohl ich gar nichts im Visier habe. Nee. Sorry. So, bevor ich mich dann jetzt mal wirklich um meine Quest kümmere, die ich gerade angenommen habe, war ich doch eigentlich der Auffassung, ich würde hier noch irgendwo Questgeber finden, oder? Guck mal, hier stehen sie außen rum, das sind wahrscheinlich Lehrer für irgendwas. Aber hier auch nichts mehr. Und diese Zapfen sollen wir auch noch suchen, ganz genau. Dann gucken wir jetzt wirklich mal hier. Das ist das mit der Erde. Das Urtum? Nee, denke nicht. Das ist doch deine Fraktion. Abgesehen davon, dass es dein sicherer Tod wäre, sollte das nicht gehen. Ja, ich hab. Das war mir auch schon klar. Warum ist das hier überhaupt? Also, warum hat die Allianz einen Sturm und sowas nicht gehabt? Sehr crazy. So, was war das hier? Das ist auch eine Findemission. Al-Ahmed-See, wo ist denn der? Ist auf jeden Fall schon mal falsch rum. Darf ich hier nicht weiter gucken? Starbreeze? Ach, nach Starbreeze muss ich ja auch. Ach, von Starbreeze komme ich von da? Nee. Weil Nachtelfen Baumschmuser sind und sowas halt haben. Ja, weil sie sowas halt haben, ist immer die beste Erklärung. Aber das erklärt ja nicht, warum die Humans sind eh die viel coolere Rasse. Ja, natürlich. Das brauche ich ja keinem erzählen. Aber so ein Ding könnte man sich doch bestimmt zähmen als Mensch. Was ist da hinten schon wieder los? Level 6 Nachtsäber, ja, kein Interesse. Stirb mal dran. Darf man das sagen? Ich sag's einfach. Michael, ihr habt's alle gesehen. Jörgi hat das Vieh erlegt.
Und ich habe sogar meinen Bogen auf Level 30 erhöht, also meine Fertigkeit in Bezug auf Bogen. Dafür, dass Sammy lurkt, ist aber sehr empfindlich, was hier manche Dinge im Chat angeht. Sammy fängt an, ins Strahl zu brechen. Toll. Da kommt wieder der Lurk-Command. Tauren, beste Rasse. Ja, aber das musst du dann eigentlich auch schon objektiv untermauern können, ne? Ja, komm, das Ding sollte ich doch wohl tot kriegen. Was war denn das? Das ist zuerst auf jeden Fall der Spaß hier, oder? Dieses Markieren ist gar nicht mal so kacke. So, und jetzt muss ich hier am Auto-Tech verbleiben. Und hab nur diesen weirden Buff bezüglich meiner Nahkampfwaffe. Ach ja, wir könnten dann auch mal gucken, was das Inventar so sagt. Was ihr immer so ganz bezaubernd seht. Wo laufe ich denn überhaupt gerade hin? Ach, das sind ja nur Ortsangaben. Aber ich muss mich jetzt einfach viel zu lange her hier. Mich komplett verloren hier. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Also ja, zum See, aber den habe ich ja noch gar nicht gefunden. Ich sehe mich schon wieder in irgendeine Hütte mit irgendeinem Gnom rennen, der mich dann umbringt. Nur weil ich was nicht gefunden habe. Starbreeze sollte ich aber auch. Weswegen denn eigentlich nochmal? Das ist der See. Ach, das hier. Die Erde wegbringen. Oder nee, jemanden finden. So. Dann finden wir erstmal wen. Dann haben wir zumindest uns ein bisschen sortiert, gedanklich. Also, wie hießen die Dinger nochmal? Strigid-Eule. Auch so ein Name, den ich noch nicht gewohnt habe. Das ist ein bisschen von Nachteil, wenn man mit einem komplett neuen Gebiet anfängt und dann erstmal eine Weile Pause macht. Shadow Glen, stimmt, das sind auch Begrifflichkeiten, die ich schon mal gehört habe. Was? Ich bin geehrt. Ne, das andere. Friede sei mit euch. Mann, das andere, du. Ich bin ganz Ohr. Nein, 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 nicht. Hier sind wieder die Wildschweine am Start. Und die Grell. Was werden die denn hier auf den Wegen geduldet? Und fort mit dir. Hat einmal ein Geld. Ich bin einfach so vermessen. Ich hab die, glaube ich, hier noch nie gesehen. Ne? Ich trinke mittlerweile oder mehr oder weniger notgedrungen, weil Sonntag ist, Wasser. Crazy. Würde es bestimmt nicht interessieren, wenn ich es mir sagen würde. So, wo ist denn der genau? Habe ich dazu doch noch mehrere Angaben, die ich schon wieder vergessen habe? Grabhügeln von Banitel? Aber Starbreeze ist schon richtig. Haben wir hier irgendwie was genauer? Ja, nee, ich muss da schon wieder rein. Aber ich kann hier nicht weiter rein, so. Nee. Dass ich jetzt irgendwie Grabhügel finden würde. Ich habe super den Weg nach Starbreeze gefunden. Ein Traum. Und wieder zurück. Ich habe mich auf diesen Pfeil hier auf der Minimap verlassen. War ein bisschen dämlich. Manchmal missverstehe ich diese Teile als Questmarker, aber das sind nur Wegweiser für Orte. Die Laternen hier erinnern mich sehr an die Erzlaternen aus Gothic 1 vom Sumpflager. Die waren sogar vorher da. Vielleicht haben sie sich davon inspirieren lassen. Also wenn es die, ich weiß nicht wann Warcraft rauskam. Die Urspiele quasi. Vielleicht gab es die da auch schon, aber dafür habe ich keine Beweise. Gibt's keine Beweise. So, Starbreeze ist hier die andere Ecke. Gut. Du musst trotzdem dran glauben. Mann, mache ich wenig Schaden. Ich habe vorhin, als ich den Stream gestartet habe, erstmal mich irgendwie so
komisch gefühlt. Irgendwann habe ich gecheckt, dass mein Mikro einfach nicht da ist. Das habe ich aber natürlich rechtzeitig noch angebaut gekriegt. Das war sehr weird. Ist denn er hier eigentlich? Ich bin gerade etwas irritiert, ob dieses blauen Fleck ist auf der Karte. Ach, das ist hier das Dach von dem Torbogen. Verstehe, aber ich habe wirklich gerade das Gefühl, ich würde das Spiel richtig das allererste Mal spielen. Ich habe ja gar nichts mehr im Kopf. Und so lange sind die ersten Sessions ja nun jetzt auch nicht her. Eigentlich ganz schön weird von meiner Seite aus. Und dann kämpfen wir uns mal da durch. Ich fühle, dass das irgendwie dieses Äquivalent zu dem Holzfällerlager aus Elven ist. Weil das hier auch relativ erstmal zwischen einer Menge Gegner liegt. Ich habe gerade auf der Karte da keinen adäquaten Weg mal so eben gefunden, der nicht auch von Getier belagert wäre. Und die Strigid-Eule kriegt jetzt auch den Dolch zu spüren, wovon ich gern mal einen neuen hätte. Guten Abend, nix da! Freut mich, dass du reinschaust. Ich habe gesehen, du musstest deinen Stream heute leider absagen. Ich habe leider keine Nachricht bekommen. Ja, du, das macht doch nichts. Das macht doch nichts. Ich habe gesehen, du musstest deinen Stream heute absagen. Tja, schade. Ich bin leider so früh nicht wach auf den Sonntag. Ich wäre es gerne, aber das ist ein Ding der Unmöglichkeit, so früh aufzustehen für mich. Das ist einfach ein biologisches Unding für mich. Deswegen bin ich jetzt erst da. Also, ich nimm's nicht verkehrt. Geht's dir heute nicht gut? Ich habe das Gefühl, du schreibst anders. Ursa? Der was? Ja, musste ich. Hatte heute im Wahlbüro zu tun und das war mir davor alles so stressig. Oh, du bist Wahlhelfer. Dann größten Respekt erstmal dafür. Also, gehe ich jetzt von aus, ne? Also, was auch immer du da machst, größten Respekt. Sehr wichtig. Na komm, Level 6, Level 6. Ich traue mich doch wohl, dieses Ding umzulegen. So, jetzt wird er erstochen. Ich war aber 6 wach, bin wieder eingeschlafen, wieder aufgestanden, eingeschlafen, WTC, ja, das ist, ach, die flieht die Sau. Das ist mein, täglich Leben, aufwachen und einschlafen. Weil ich war gestern übelst müde, ich war ja noch bei Brom im Stream, ich weiß schon gar nicht mehr, welche Messe das war, ne, das ist irgendwie, warum muss es so viele Namen für irgendwelche Messen geben? So, was würde ich eigentlich sagen? Stimmt, ich um 23 Uhr waren wir fertig oder so. Ich war übelst müde. Bin dann ins Bett gegangen. Ich lag bis um 5 wach. Stimmt, ich kann die Combat Roll. Ich kann diesen Sprung mit Saito. Nice. So, ich wollte eigentlich sagen, ich lag dann irgendwie bis um 5 rum. Mir ist dann noch mein Handy irgendwie hinters Bett gefallen um 5. Ich musste einfach um 5 Uhr dann aufstehen und mein Boxspringbett anheben, um wieder an mein Handy zu kommen. Weil die... Deswegen gibt es hier keinen adäquaten Weg. Weil die Fuge, die das Handy reingerutscht ist, einfach zu dünn war für meine Head-Hände. So, wo war wieder jemand tot? Das Äquivalent zu Rolf quasi. Ein beruhigender Wind. Dank sei den Waldgeistern, dass ihr hier seid und erlebt noch. Ich wusste, Hadrias würde die Probleme spüren und Hilfe schicken. Lass ich dich hier jetzt liegen. Der Knarzklauenstamm ist verderbt worden. Über die haben wir mal geredet, ne? Weil die Grill oder Krell irgendwo sind. Der Knarzklauenstamm ist verderbt worden. Ich glaube, das sind die. Die erstmals friedliebenden Furbolgs haben sich gegen die Beschützer des Waldes gewandt. Sie haben mich hinterrücks überfallen, als ich auf dem Weg zum Grabhügel von Benatil war. Ben-Ethil, das sind Wörter. Ben-Ethil war. Und liefen weiter, um Starbreeze zu plündern. Ach ja, ja, Starbreeze ist ja das Ding, wo ich gerade bin. Ursa, der Raufer, ihr Häuptling benutzt die bösen Mächte des Teufels Moses, um sie wahnsinnig werden zu lassen. Das sind die, weswegen die anderen da hier in Shadowglen, weswegen die Krelldinger da sind. So.
Meine Wunden sind zu schwer. Ich kann nicht zu Atreus zurückkehren und ihm diese schlimme Nachricht überbringen. Aber das wissen wir doch schon. Junger Jäger, diese Aufgabe bleibt euch überlassen. Wir können nur hoffen, dass die verrückten Knarzklauen doch noch nicht bis nach Ban-Ethil vorgedrungen sind. Questziele kehrt zu Atreus. Burmantle nach Dolanar zurück. Machen wir. Du darfst hier weiter schlafen. So, du lagst noch bis 5 wach. Ja, das hasse ich bei Boxspringbetten. Ist mir auch schon passiert. Geil. Mir schon 2-mal. Aber noch nicht so früh. Oh, jetzt habe ich gute Laune bei den Streams. Das freut mich sehr. Ich habe vorhin schon gesagt, das ist ja relativ unregelmäßig gewesen. Und unter anderem wegen Events. Aber ich glaube, das wird sich auch durch den ganzen Sommer ziehen. Ich werde auch irgendwie in letzter Zeit mega früh müde. Ich bin halt auch schon wieder seit 17 Uhr. Obwohl ich relativ lang geschlafen habe, bin ich schon wieder seit 17 Uhr todesmüde. Ich brauche auf jeden Fall mehr Sonnenlicht. Habe ich das Gefühl. Und weiß ich, die EM geht los. Ich werde auf jeden Fall auf der Fanmeile sein und so. Das sind dann alles Tage, an denen ich wahrscheinlich nicht zum Stream komme. Deswegen versuche ich irgendwie das, also nicht regelmäßig, aber öfter zu streamen. Aber dafür halt wird das nicht mehr so vorhersehbar sein, glaube ich. Hey, ja dann schieß doch. Schieß ihm in den Rücken. Wie ein mutiger Mann. So, Leinenstoff. Lohnt sich das hier noch Ausschau zu halten? Gärtner, der Knarzdinger. Ja, irgendwas. Lohnt sich das? Ich habe schlechte Erfahrungen mit Häusern. Ach komm, wenn es hier irgendwann eine Quest gibt, wird man mir das sagen, oder? Kein Stream aus Zwang, das bringt nichts. Ja, es ist ja nicht so, dass ich keine Lust habe. Aber wenn du dann mal ausfallen lässt, hast du trotzdem schlechtes Gewissen. Auch wenn du sagst, ja, ich habe ja angesagt, dass ich nicht da bin, ne? Also irgendwie ist am Ende immer komisch. Gothic habe ich einfach diese Woche gar nicht gestreamt. Das ist ja nicht so, dass ich das nicht auch zocken will. Ich muss gleich ganz dringend mal darauf achten, dass ich Dinge verkaufen muss, bevor ich wieder aufs Plötzliche mein Inventar voll ist und ich was looten will. Denn auf jeden Fall haben wir mittlerweile wieder einen Weg gefunden, das ist ja schon mal was. Wobei ich sagen muss, ich habe glaube die Woche jeden Abend gefragt und irgendwie habe ich damit Moment. Wobei ich sagen muss, ich habe glaube die Woche jeden Abend gefragt und irgendwie habe ich mich damit nicht gut gefühlt. Hast du schon nicht gefragt? Du hast mich gefragt? Du hast mich einmal gefragt, gefühlt. Nee, ich freue mich mega. Also wenn jemand fragt, ist doch mega cool. Dann fühle ich mich nur höchstens schlecht, weil ich es nicht liefern kann oder will. Also ich finde es mega toll, wenn sich jemand offensichtlich dafür interessiert. Kam mir öfter vor, nee, ich glaube, du hast mir nur einmal geschrieben. Also wir schreiben ja sowieso über random stuff manchmal und ich glaube, einmal hast du gefragt, ob es einen Freddy-Stream gibt. So, der hat aus irgendwelchen Gründen noch ein Fragezeichen über seinen Kopf, aber für den muss ich die Teufelszapfen finden, ne? Ja. Sein Faulhuf. Aber dem geht's doch voll gut. Also, ich sehe jetzt nicht, dass der böse sein soll. Die Musik ist schön. Die könnte man für vieles verwenden, glaube ich. Das ist ein bisschen gehetzt. Aber es klingt auch so, als würde man irgendwas durchwühlen. Irgendwelche Aktenordner. Man muss ganz dringend was finden, aber es sind einfach zu viele Akten. Du wüsstest, dass er böse ist, wenn du die Lore kennen würdest. Ja, wow. Aber ich habe doch gar keine Wahl gehabt, oder? Hätte ich ihm sagen können, ich werde deine scheußliche Quest nicht machen? Ich weiß es nicht. Okay, 2-mal, weil Donnerstag wusste ich, dass kein Stream ist. Ah, alles klar. Bei den Sternen, dies ist wirklich sehr furchterregend. Ist schon, nee. Hab ich den Sound nicht schon mal gehört? Das war also nicht mein zweites Level-Up. Die Relikte des Erwachen. Eindringlinge der Knarzknauen wollen beim Überfall im Westen des Ban-Ethil Grabhügels gesehen. Wurden gesehen, alles klar. Wenn wir ihnen nicht zu Hilfe kommen,
werden die schlummernden Druiden auf ewig im smaragdgrünen Traum gefangen gehalten, vollkommen ahnungslos ihrem Schicksal ausgeliefert. Das empfindliche Ritual des großen Schlafes kann ohne die Relikte des Erwachens nicht unterbrochen werden. Reist zum Höhlenbau und bringt den Rabenkrallen-Talisman, den schwarzen Federkiel, den Saphir des Himmels sowie die Rune des Nistens herbei. Die Druiden bewahren sie in heiligen Truhen auf. Klingt alles vollkommen nachvollziehbar. Bringt sie zum Wiedermilch, das Weckritual vorbereiten kann. Du, ja, du, klar. Mittlerweile hinterfrage ich ja alles. Vielleicht bist du auch böse und ich weiß es nur nicht, weil ich die Lore nicht kenne. Ich halt. So, was haben wir noch? Der See, weiß ich nicht, wo er ist. Ja, genau die Sachen. Teufelszapfen. Wird mir gesagt, wo ich die herkriege. Ihr müsst eure Augen, bla bla bla. Teufelszapfen, verderbte Samen, die von Bäumen fallen, also in der Nähe von Bäumen. Irgendwo in der Nähe von Bäumen. Tschüss, Bambi. Du bist hier nicht willkommen. Ich meine Gleichgewicht und so. Das ist es alles, worauf es hinausläuft. Ich töte nun des Gleichgewichts willen. Ich brauche neue Waffen. Das dauert mir irgendwie zu lange mit der Töterei hier. Habe ich so einen Samen eventuell schon mal angeklickt irgendwo und gesehen? Was ist das für ein Level? Ach, die sind sogar auch noch passiv. Dann ist ja gut. Das ist halt das Problem, wenn man mittendrin anfängt. Aber schlimm ist es ja nicht. Die sagen ja, dass er böse ist. Ja, oh, da sind ja die Reiter. Guck mal, die habe ich doch gesucht. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Nur weil die mir sagen, dass er böse ist, heißt doch nicht, dass ich ihn böse finden muss. Hey. Nun sei mit euch. Mondpriesterin Amara. Die Straße nach Darnassus. Eigentlich ein ganz netter Name, ne? Darnassus. Das geht so schön von der Zunge. Die Straße nach Darnassus muss sicher bleiben. Na, hätte ich nicht gedacht. Reisende, die von Dolana nach Darnassus führen, haben den ruchlosen Angriff der verderbten Furbolgs des Knarzkaumstamms berichtet. Das berichten jetzt schon ganz schön viele. Dafür, dass der Hauptmann das nicht wusste. Jeden Tag gelangen auf diesem Weg wichtige Nachrichten und auch Waren von und nach Darnassus. Es darf einfach nicht sein, dass eine schurkische Bande von Heiden alle terrorisiert. Sagen wir mal so, es hat einen Grund, dass er ein Satyr ist und kein Nachtelf. Und das ist genau das Problem. Das klingt nach Rassismus. Jäger, bewaffnet euch im Namen des Heiligen Waldes. Ihr Bau liegt irgendwo unterhalb dieser Position. Er schlagt 6 Wegelager der Knarzklauen und berichtet mir dann. Die Göttin schützt euch. Ich bringe gerne Viehzeug um. Gar kein Problem. Nein, das hat er sich selber ausgesucht. Man kann sich das selber aussuchen. Und deswegen ist es kein Rassismus? Aber dieses Problem wird doch erst in Legion richtig thematisiert. Also so richtig, richtig. Davor erfährt man nur hier und da was. Ja, Bedriox meinte, da man müsste vielleicht mal die Warcraft-Spiele vorher gespielt haben. Und es gibt 3, ne? Ich glaube Warcraft 3, das war dieses enttäuschte Remaster. Ich guck mal an, ob man das vielleicht mal... man das vielleicht mal thematisieren könnte. Jetzt schon wieder eine Reihe, von der ich rede, dass ich sie nachholen will, ne? Das ist alles absurd, was ich alles vorhabe. Und was auch schon wieder, ich habe vorhin erst gesehen, dass sie, dass Stalker irgendwie schon am 25. September rauskommen soll. Ich habe noch gar nicht mein Traum überwunden von der Trilogie. Bin mir ziemlich sicher, dass es im War of the Ancients thematisiert wurde. Das ist eine 3-teilige Buchreihe. Wow, jetzt muss ich auch noch Bücher lesen, Frechheit.
Nee, davon bin ich eigentlich Fan, muss ich witzigerweise sagen. Ja, ich sollte eigentlich diese Knarzkraulen... Kraulen, genau, die Knarzkraulen. Die Knarzdinger, ich weiß nicht, ob sie Knarzknollen hießen, umlegen. Jetzt würde ich allerdings gerne mal diesen See finden.